Das ist der Stier unter den Dinosauriern. Der Nasutoceratops. Und den werden wir heute mal gemeinsam ausprobieren. Oh, wie laut der schon als kleines Baby ist. Aber nur ganz kleine Stummelhörner. Na, immerhin sind wir schon relativ beweglich, das ist ganz gut. Oh, guck mal, da vorne sind noch andere Nasutos, glaube ich. Vielleicht adoptieren die mich ja. Haben wir direkt eine Herde gefunden. Werde beobachtet. Oh Gott! Mich fast umgebracht. Wir müssen versteckt bleiben. Oh Gott, hinter uns. Ja, unsere Erwachsenen kämpfen gegen den. Ich glaube, die haben den verscheucht. Das ist gut. Oh, ich glaube, er hat ihn erlegt. Er hat mir hier gerade das Horn oder den Zahn oder so hingelegt. Hier liegt die Leiche. Oh, sehr schön. Bei dem Nasuto ist es übrigens auch so, dass wenn man sich bückt, dann geht man in so eine Verteidigungsposition und nach 5 Sekunden kriegt man dann weniger Schaden. Das seht ihr an diesem Symbol da unten. Ich kann nochmal eben rausgehen aus der Position. Und jetzt seht ihr, da ticken jetzt 5 Sekunden runter und dann bin ich in so einer Verteidigungsposition, quasi wie bei dem Anki. Man kann auch bestimmte Attacken in dieser Position ausführen. Die muss ich aber noch lernen. Dafür bin ich noch zu klein. Was liegt denn da unten? Ist das ein Teri oder sowas? Ja, das ist ein Teri. Ich bin jetzt auch vollständig ausgewachsen und ich habe jetzt eine Menge an Fähigkeiten gelernt. Unter anderem kann ich einen Kopfstoß machen. Ganz normalen. Dann kann ich einen Kopfstoß machen, der die Knochen bricht. Da geht er auch so ein bisschen nach vorne. Außerdem habe ich eine Attacke, die alles angreift, was in der, also vor mir steht. Da sprinte ich halt in so einer Linie vorwärts. Außerdem kann ich eine Attacke nur ausführen, wenn ich halt crouche. Also wenn ich in diesen Verteidigungsmodus gehe. Das ist so ein doppelter Kopftreffer. Geht nicht im Laufen. Genau wie die anderen beiden Attacken, die kann ich nämlich auch nur im Stehen machen, aber dafür muss ich nicht in den Verteidigungsmodus. Einmal nach links kann ich mich um, glaube ich, 90 Grad drehen. Genau. Und auch nach rechts. War jetzt nicht mal ganz 90 Grad, aber so ein bisschen zumindest in die Richtung. Und ich habe auch noch einen Schrei, der alle Ceratopside in der Gruppe, also die anderen Nasutos hier, die in meiner Gruppe sind, stärker macht. Will ich jetzt aber nicht einsetzen, weil der halt sehr hohen Cooldown hat. Gleich geht's auf die Kraterwiese. Bin echt gespannt, wie der sich gleich im Kampf anfühlt.
Tja, Maib. Jetzt wirst du gehackt. So einfach ist das. Jetzt machen wir den Sprint an hier. Glück gehabt hat er. Oh nein. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Das war's mit mir, glaube ich. Komm ich hier rüber? Oh ja, ich hab's geschafft. Oh Gott. Ich lebe. Das ist fast um mich geschehen. Der hat zum Glück keinen von uns erwischt. Wir müssen halt dringend trinken. Das ist echt mies. Kommt der denn her? Gott, ich habe ein bisschen Angst. Oh, meine Mates werden angegriffen. Von den kleinen Australovenators ist es, glaube ich, ne? Töte euch alle. Tja, meine Mates sind jetzt auch da. Ich bin auch erwischt. Na, der Kompi nervt halt hier ein bisschen rum. Oh, jetzt kommt von hinten auch noch einer. Okay. Ja, es ist ein großes Fleischfresser-Mixpack, was uns hier angreift. Er denkt auch, er wäre smart. Könnte von hinten kommen. Haut ab. Meine Mates brauchen halt Hilfe da vorne. Okay, den haben wir, den ersten. Da vorne kommen die Großen auch noch. Ich meine, einer Mate ist echt low. Wir müssen jetzt eigentlich chillen. So gut es geht.
Ich habe ihm die Beine gebrochen. Oh nein, er kommt weg. Ich habe den Kano. Müssen es jetzt drehen. Okay, die beiden greifen irgendwie ihn an. Das ist gut für mich. Vielleicht kann ich dann kurz chillen. Meine beiden Mates sind leider tot. Jetzt kommt natürlich der Kompi. Jetzt sterbe ich durch einen Kompi. Das gibt's ja gar nicht. Versuch mal wegzurennen. Ich loote halt leider. Egal, wir sprinten. Soweit es geht. In der Hoffnung, das zu überleben irgendwie. Ah, der Kompi verfolgt mich. Leider. So ein Kompi ist schon echt annoying, wenn man gerade am Kämpfen ist. Oh, der andere kommt jetzt auch. Oh no. Ja, wir sind tot. Der Kompi hält uns zu sehr auf Trab, leider. Er hittet zum Glück gerade nicht. Wir haben ihn. Der Kompi ist tot. Oh Gott. Krass, ey. Der war nicht One-Shot. Ich habe aber auch sehr viel Durst gerade. Ich muss eigentlich erstmal Ausdauer ringen kurz. Oh nein, da kommt wer. Der hat uns beobachtet. Wir müssen halt Richtung Wasser gehen. Hinter uns ist aber auch noch ein Australovenator. Macht es nicht leichter. Also hier oben, wo ich hingehen wollte. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich ins Wasser zu kommen. Das Wasser könnte uns retten. So. Ich trinke schnell was, wenn es geht. Ja, sieht so aus, als hätten wir es echt überlebt. Damit habe ich nicht gerechnet. Da hatten wir echt Glück. Ich leg mich jetzt hier in den Busch und erhole mich erstmal. Oh, guck mal, da vorne sind Nasutos. Vielleicht kann ich mich denen anschließen. Dann bin ich nicht mehr ganz allein. Oha, hier ist einfach ein riesiges Croc. Mitten am Land. Könnte man das nicht wegschnetzeln? Ich würde ihm gerne die Beine brechen. Ja, mein Mate hackt den gut hinten rein. Ich habe ihm die Beine gebrochen. Scheint auch nicht diesen 90-Grad-Biss zu haben, aber ich glaube, der Dino wurde auch überarbeitet. Deswegen keine Ahnung, was der jetzt kann aktuell. Oh, ich muss ihm die Beine brechen, das darf nicht ins Wasser gelangen. Da ist noch ein Croc. Das ist fast down. Okay, wir haben's. Sehr gut. Jetzt können wir vielleicht auch noch das andere killen. Oh, ich habe einen Biss kassiert.
Da habe ich ihn erwischt. Gucken, ob ich an den rankomme. Ich habe ihm die Beine gebrochen. Und da ist er down. Aber die haben Bock auf uns. Ja, der wollte uns schön angreifen, während wir schwach sind und uns gerade regenerieren. Ich würde die Nervensägen gerne ins Gebirge oder so treiben. Die können da zwar springen, aber da besteht halt auch die Hoffnung, dass sie hängen bleiben, wenn die nach hinten gucken. Und das ist, glaube ich, so unsere einzige Chance, wie wir an die rankommen. Gut. Okay, den haben wir gut getroffen. Von hinten kommt einer. Okay, den habe ich die Knochen gebrochen. Ist denn mein Mate? Ah, der kommt da oben. Bin leider nicht gekillt gekriegt. Trotz des Knochenbruchs. Aber ich überrasche ihn jetzt. Hab ihm nochmal Schaden gemacht. Kommt schon der nächste. Die sind halt auch richtige Plagegeister aktuell. Oh, der trifft mich sogar. Können wir gleich die Attacke ausprobieren, wo ich nach links oder rechts schlage. Oh, das war die falsche Richtung. Mist. Aber hier an den Bäumen bleibt der halt hängen. Das könnte echt gut werden. Ich habe mir die Beine gebrochen. Und er ist down. Ich muss meinem Mate helfen. Oh Gott, da kommt ein Hatz. What? Der denn jetzt hier? Ah, mein Mate, tut mir leid. Ich habe keine Ausdauer mehr für nix. Muss hier weg. Ich habe halt keine Ausdauer und kein Leben mehr. Okay, ich habe den Australovenator auch down. Müssen wir noch mit dem Hatz aufpassen. Nehme ich mal ganz kurz hin. Bisschen Ausdauer. Oh nein, da kommt schon der nächste. Ja,
Der soll hier ruhig fressen. Ich habe schon wieder mit einem HP überlebt, aber irgendwer wird mich gleich abstauben. Und das soll es jetzt auch mit dem Nasuto Ceratops gewesen sein. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.